Wildwasser-Rafting in der Lahn? Aber nein, OP-Redakteur Philipp Lauer bereitet sich auf einen wunderschönen, idyllischen Einsatz vor. In kurzer Hose und Adiletten. Wir sind heute hier, um zu testen, ob man auf der Lahn unterhalb des Grüner Wehrs überhaupt Kanu fahren kann. Ich bin gespannt. Die Sanierung des Grüner Wehr ist heiß umstritten. Auf der in Fließrichtung linken Seite der Lahn soll neben einer Fischtreppe auch eine Kanurutsche entstehen. So soll der Fluss durchgängig befahrbar gemacht und Touristen angelockt werden. Aber geht das überhaupt? Vor allem bei einem so trockenen Sommer wie in diesem Jahr steht das Wasser an manchen Stellen unterhalb des Wehrs nur wenige Zentimeter hoch. Das muss auch Philipp feststellen. So breit wie meine Hand, 9 cm Platz noch drunter, ohne dass jemand im Kanu sitzt. Während Kanuvereine und Touristiker für den Bau einer Kanurutsche werben, protestieren die Weidenhäuser Bürgerinitiative und auch der Marburger Anglerverein dagegen. Eines ihrer Argumente: bei Niedrigwasser sei Kanufahren ja gar nicht möglich. Also mal testen. Aber erstmal heißt es für Philipp, durchs Wasser warten. Also hier liegen überall Steine. Ich muss jetzt hier während dem Versuch ziemlich aufpassen, dass ich mir nicht den dicken Zeh dauernd anstoße. Dann geht's los. Philipp besteigt sein Zweierkanu und testet, ob es generell möglich wäre, sich unterhalb des Grüner Wehr auf der Lahn fortzubewegen. Also hier kommt man jetzt quer drüber in einen bisschen tieferen Bereich, aber man muss auf dem Weg schon darauf achten, dass man nicht an Steinen hängen bleibt. Möglich wäre es also. Doch der Protest gegen die Kanurutsche ist groß. Genauso wie gegen das geplante Betonpodest am Drojedam-Ufer und die vorgesehenen Baumfällungen. Zuletzt war geplant, Fischtreppe und Kanurutsche in ein Bauwerk zu integrieren. Die Umgestaltung liegt somit für unbestimmte Zeit auf Eis.